Hallo von der Niddertalbahn. Heute mal in einem etwas anderen Video. Ich dachte mir, wir erkunden mal hier die Geheimnisse der Niddertalbahn, was es hier so gibt, so abseits der Strecke. Wir sind heute mal zu Fuß unterwegs mit der God-Mode. Dann sind wir hier ein bisschen schneller zu Fuß, ne, ihr seht's. Und ja, wir starten hier in Stockheim und gucken uns mal ein bisschen um. Ja, das finde ich zum Beispiel schon mal sehr witzig. Ich glaube, das sollte nicht so sein, wie die Passagiere das spawnen. Aber es ist irgendwie lustig, ne? Das ist einer der Collectibles. Hier ist so ein Poster, das man anbringen kann. Und da haben wir das Stockheimer Bahnhofsfest. Führerstandsmitfahrten, Essen und Trinken, Modellbahnschau. Ein Tag für Groß und Klein am 16. und 17. August 1992 im Bahnhof von Stockheim. Nicht schlecht. Die Frage ist, erkennt jemand, was das für eine Dampflok ist? Ist das eine, die man vielleicht erkennen kann? Oder ist das nur so eine schemenhaft angedeutete. Vielleicht ist das ja irgendwie in irgendeiner Form ein kleiner Teaser auf ein zukünftiges DLC. Wer weiß, wer weiß. Die Strecke ist, glaube ich, voll von irgendwelchen Teasern und Anspielungen. Mal gucken. Da haben wir übrigens Zwillinge, ne? Im gleichen Outfit mit DTG-Patch hier vorne. Also läuft. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass hier die Kennzeichen angepasst sind. Hier haben wir das F für Frankfurt, ND steht wohl für, denke ich mal, für das Niddertal und hier dann mit der Nummer 1992 gibt es ja, glaube ich, normalerweise nicht. Normalerweise sind ja die Zahlen maximal dreistellig, ne? Also glaube ich, dass irgendeiner der EntwicklerInnen 1992 geboren wurde. Kann ja gut sein. Hier übrigens einer der weiteren Collectibles, hier dieses Andreaskreuz, wenn man da näher rangeht, dann zack, ist es wieder repariert. Finde ich sehr schön. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Hier Berchtesgaden von Ankunft bis Abfahrt eine reine Erholung. Deutsche Bundesbahn. Wir hatten ja nämlich schon mal auf Koblenz-Mainz, gab es ja auch schon diesen Teaser, irgendwas mit den Alpen. Und jetzt haben wir hier schon wieder irgendeinen Teaser in Richtung Alpen. Also wer weiß, vielleicht haben wir bald eine Strecke, ist die nächste Strecke irgendwas Alpines. Mal gucken. Was ich gerade herausgefunden habe, was man auch machen kann, hier bei angekuppelten Wagen, na, wir haben hier diese Güterwagen, und dann kann man tatsächlich, wenn man hierhin schwenkt, dann kann man da drunter klettern. Und zack, dann ist man hier praktisch zwischen den beiden Waggons und kann dann einfach manuell an- und abkuppeln. Das ist super cool. Und wir können hier ZG2 setzen, wenn wir es wollen. Auch das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Hier wieder drunter hergeklettert. Sehr gut. Also das ist echt, das wusste ich vorher nicht, habe ich jetzt gerade zufällig entdeckt. Schon nice. Auch hier solche Schilder mit der Landstraße, mit der Bundesstraße 521, 1 Kilometer nach Altenstadt, 4 Kilometer nach Lindheim, das kommt schon hin, ne? Und ja, hübsches kleines Detail. Hier einer der anderen Collectibles, diese Milchkannen. Und wenn man jetzt da nah rangeht, dann plopp, verwandelt es sich in einen Strauß Rosen. Ja, hier irgendwo mitten im Wald diese Figur hier gefunden. Und zack, jetzt ist sie auch gesammelt. Eine von 10 dieser Statuen, die ist natürlich riesig. Können wir mal einen Screenshot machen? Ja. Okay, also das finde ich schon mega cool. Jetzt hier auch so am Streckenrand gefunden, an dem Wald. Hier praktisch so ein kleines, ja, so ein kleines Mahnmal ist der falsche Begriff. Auf jeden Fall hier das Team von TSG. Wir haben dort Ed, wir haben Lukas, wir haben Influenzo, Daisy, Joe. Joe ist derjenige, der den Fahrplan zum Beispiel gebaut hat. Mike, das ist Mike Golds, Dirk, Dan, Eds. Noch ein Dan und erster, zweiter, 2022. Das heißt also, das war praktisch die Grundsteinlegung am 1. Februar 2022. Und über ein Jahr später ist die Strecke dann veröffentlicht worden. Das ist schon nicht schlecht. Und was steht hier? Next Stop, Bavü. Aha. Aha. Wenn das nicht ein Teaser ist, dann weiß ich es auch nicht. Leute, 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 wir haben den nächsten Streckenteaser. Was steht denn genau hier drauf? Leerungszeiten, Tages- und Leerung. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes. TSP. Ja, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwas bedeutet. TSP.
Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was haben wir hier sonst noch so? Das ist, glaube ich, alles. Nächste Zustellung, bla bla. Bla 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 bla. Das sieht alles aus wie eine Textur, ehrlich gesagt. Bahnhofstraße 2. Third Floor North Fitted Rain House, the Historic Dockyard Chatham. Ach, witzig. Das ist, glaube ich, die Adresse von DTG in the Historic Dockyard in Chatham. Dort hat DTG ihren Hauptsitz. Bahnhofsstraße 2. Ist das vielleicht? Ja gut, es gibt verdammt viele Bahnhofsstraßen, ne? Hier haben wir deutschepost.de. Naja, okay. Aber Next Stop, Baden-Württemberg. Liebe Leute, die nächste deutsche Strecke ist gesettet in Baden-Württemberg. Wir haben es. Wir haben es herausgefunden. Ach, bin ich happy. Ah, ist das schön. Ist das schön. Baden-Württemberg. Ich glaube nicht. Also, was heißt denn hier TSP eigentlich? TSP, Trains and Play. Das ist mein YouTube-Kanal. Haben wir auf der Hinterseite noch irgendwas? Nee, ne? Baden-Württemberg. Irgendwas mit Stuttgart. Oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Das würde mich jetzt sehr interessieren, Baden-Württemberg. Was für welche Strecke ihr euch da vorstellen könnt. So, ich laufe jetzt hier noch die restliche Strecke ab. Hier so einmal Sonic-mäßig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mehr hier finden werden. Sieht mir jetzt nicht wirklich danach aus, ehrlicherweise. Nee, ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr. Ich glaube, wir haben die wichtigste Sache auf der Strecke gefunden. Der Teaser also, die nächste deutsche Strecke spielt in Baden-Württemberg. So viel ist schon mal klar. Ja, alles andere ist ja jetzt erstmal Gegenstand weiterer Spekulationen, aber Baden-Württemberg ist schon mal safe. Gut, dann bin ich mal ganz gespannt auf eure Strecken, Vorschläge, beziehungsweise was ihr so denkt, welche Strecke es sein könnte. Welche Fahrzeuge da mitgeliefert werden, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und von daher, ja, wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute und alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.